Ja, hallo, Mari Nil. Herzlich willkommen zum Interview. Wir sind hier in Berlin, einen Tag nach dem Forum Erleuchtung Kongress. Du warst beim Kongress und erstmal Dankeschön, dass du jetzt für ein Interview zur Verfügung stehst. Ich freue mich sehr. Ein großer Moment. Der Kongress war sehr bewegend, sehr öffnend für uns alle. Und ich genieße das sehr, so viel Spirit eingeatmet zu haben und erlebt zu haben. Beim Forum Erleuchtung Kongress waren ja jetzt viele spirituelle Lehrer. Siehst du dich auch so oder hast du nicht gern so ein Etikett? Nicht wirklich. Es ist natürlich so, dass es vielleicht manchmal nötig ist, um sich selbst einzuordnen oder auch auffindbar zu machen. Und dann wird durchaus dieser Begriff fallen. Ich sehe diese Schüler- und Lehrerrolle nicht wirklich getrennt. Für mich ist es eins. Vielleicht bin ich eher ein Wegbegleiter oder ein Freund. Oder jemand, der sich erinnert und andere erinnern möchte. Was heißt das, das ist eins? Also ich meine, es ist vielleicht ein Leben, aber es sind auch verschiedene Rollen, die gespielt werden, oder? Ich denke, es sind nur verschiedene Phasen. Und auch ich war natürlich in einer Phase von Unbewusstheit oder Gefangensein in Strukturen und materiellen Räumen und konnte das überwinden. Und diesen Moment möchte ich sehr gerne weitergeben und teilen. Wenn du sagst, du konntest das überwinden, konntest du aktiv was tun? Ja und nein. Der große Moment ist einfach geschehen, aber es war so groß für mich, dass ich alles verändern wollte. Und das war der aktive Moment dabei, das auch zu leben. Und das ist Aktion, dem Raum zu geben, das ganze Leben zu verändern und diese Veränderung zuzulassen und willkommen zu heißen. Was verstehst du unter großem Moment? Es gab einen Moment, nachdem ich ungefähr ein Dreivierteljahr meditiert hatte, der mein ganzes Leben verändert hat und der unbeschreiblich ist für diese Sphäre. Es ist wie eine elektrische Explosion oder so etwas. Und dem wollte ich Ausdruck verleihen. Das hat mich von dem bisherigen Leben, was ich geführt hatte, vollkommen entfremdet. Es war so, als würde ich durch die Dimensionen fliegen, rasen und wieder in meinem Körper sein und alles, was mein Leben bis zu dem Zeitpunkt war, war nicht mehr möglich, war nicht mehr gefüllt, erschien mir vollkommen lächerlich. Kannst du ein Beispiel bringen, also zum Beispiel deine Arbeit oder andere Menschen, mit denen du befreundet warst, was hat sich verändert? Meine Arbeit vor allem. Menschen erscheinen mir natürlich niemals lächerlich. Es ist so gewesen, dass ich in einem bestimmten Moment dieses, was ich vorher war, bildende Künstlerin, nicht mehr füllen konnte. Es war nur noch Materie. Angesichts diesem spektakulären Raum, der dahinter liegt und den wir alle auch leben. Und diese zähe Materie, die mir so viel bedeutete, diese Malerei und dieses Leben mit der Kunst und in der Kunst, war weggewischt.
weil noch etwas viel Größeres existierte. Und bis zu dem Moment war es für mich nicht vorstellbar, weil ich meine Arbeit geliebt habe. Ja, aber das war wohl anscheinend für dich selber überraschend, ne? Oder? Sehr überraschend. Sehr überraschend, wie ein Leben, wo sich plötzlich der Raum öffnet und mehrere Dimensionen dazukommen zu der Dreidimensionalität, auch mehrere Möglichkeiten und Fähigkeiten erscheinen. Welche Fähigkeiten? Energien werden sichtbar und ich nehme alles als Information wahr, die abrufbar ist, die sich mitteilen kann, wenn sie möchte. Oder auch als Felder, als Energiefelder, die von den Menschen ausströmen oder von den Gegenständen und sich loslösen und im Raum sind. Wir interagieren permanent in diesen Strukturen, ohne dass es uns bewusst ist. Wie haben die Menschen reagiert, die um dich herum leben? Schockiert. Sie waren schockiert. Und sie liebten mich als Künstlerin. Und es war eine große Herausforderung, das zu sehen für sie, dass das, was mir anscheinend so viel bedeutete, plötzlich vollkommen bedeutungslos geworden ist. Und nahezu alle sind auch erst einmal auf Distanz gegangen damit. Aber das war nicht wichtig, das war unbedeutend. Ich war in einem Zustand der vollkommenen Glückseligkeit, der alles durchdrang, jeden Moment. Die Reaktionen waren sekundär unwichtig. Du sagst, du warst, heißt das, jetzt ist es anders? Die Überraschung ist natürlich nicht konservierbar. Natürlich gibt es immer neue Überraschungen und jeder Tag birgt ein Geschenk und eine neue Möglichkeit, eine Öffnung, eine Fähigkeit oder Begabung, die wir entwickeln können. Aber diese Überraschung, dieses Öffnen des Raums, dieses unmittelbare Erleben, das bezog sich auf vielleicht 3 Jahre. Und was kam danach? Die Praxis. Das Verstehen lernen. Mein Geist wollte mitgenommen werden. Mein Geist wollte verstehen, was ist das? Was kann das sein? Dieser Moment hatte auch eine spezifische Möglichkeit für mich bereit. Und zwar konnte ich plötzlich mit den Händen Krankheiten oder Felder, die zerstört waren in den Menschen, wieder verwandeln, dass sie heilsam oder lichtvoll sein konnten. Und das war sehr faszinierend für mich. Ich kannte das nicht. Ich habe mich vorher damit nicht beschäftigt oder auseinandergesetzt. Und das wollte ich geben, diese Fähigkeit, diese Möglichkeit. Wie sich der Raum geöffnet hat, könnte man sagen, dass da Identifikationen weggefallen sind? Ja, Identifikation, Enge, eingesperrt sein in einer bestimmten materiellen Betrachtung. Und diese Betrachtung hatte mich gefangen.
Ich empfand es als wichtig, das auszudrücken über die Malerei oder über den Bewegraum Kunst. Und das fiel einfach weg. Dieses Ich war nicht mehr da, es musste sich nicht mehr ausdrücken. Es gab nichts mehr zu malen. Es war sinnlos geworden. Und diese Brillanz dieser Dimension konnte ich nicht darstellen. Hat es dir nicht auch dann deine materielle Lebensgrundlage genommen? Also absolut. Und wie hat sich das wieder gefügt? Es war eine Schule. Das Leben zerrann wie Sand durch meine Hände, was ich mir aufgebaut hatte oder was ich als wichtig empfand und leben wollte. Und dann hat sich alles aufgelöst, alle Formen. Ich konnte sie auch nicht mehr bedienen. Ich habe meine Wohnung verloren, mein Auto, meine Ehe zu der Zeit. Aber ich war nur glücklich. Es war, als würde ich jeden Tag verliebt sein. Unvorstellbares Glück, was sich kaum beschreiben lässt. Und immer neu und immer wieder. Und diese Struktur, die sich da aufgelöst hat, war wie grauer Nebel, der die Sicht frei gemacht hat. Und dann kamen Menschen zu mir, die Heilung wollten. Diese Menschen haben sich einfach weiter erzählt, was sie erlebt hatten. Und so kam dann jeden Tag erst ein, zwei, drei Personen, vier, die etwas erlöst haben wollten in ihrem System. Und auch da war eine unvorstellbare Liebe, ein Einssein, so als würden jeden Tag neue Freunde kommen. Und ich versuchte ganz viel zu lernen. Was ist das? Wie kann etwas geschehen, was man nicht einmal berührt? In die Veränderung zu gehen. Wie kann das geschehen, dass aus einem Körper oder aus einem System etwas umgewandelt wird? Es war wie eine Forschung, wie ein Studium. Und somit war dieser Moment für mich verbunden mit Möglichkeiten. Und durch die Möglichkeiten auch mit Aufgaben oder dem Gefühl, diese Möglichkeiten zu geben, im Raum zu geben. Wie sah das praktisch aus, die Heilung, die Vermittlung von Heilung, also irgendwie durch Gespräch, durch Präsenz, durch Handauflegen, wie passiert das? Nicht durch Handauflegen. Meine Hände mussten keinen Körper berühren. Es war einfach die Energie und es war, als wären meine Hände über diesen Körper hinaus eine lange, lange Dimension, die in ein System greift und etwas entnimmt und gleichzeitig Energie einfließen lässt. Und bei den Menschen war das sowohl eine körperliche Erleichterung wie auch eine mentale oder seelische Erleichterung. Es war die Verknüpfung von den einzelnen Instanzen in uns. Du sprichst wieder in der Vergangenheit, das heißt, jetzt ist es wieder anders. Momentan. Ich habe meine Arbeit verändert, ja. Mhm. Wie ist es jetzt? Mein Anliegen ist jetzt eher zu vermitteln,
dass wir alle diese Fähigkeiten haben. Sowohl uns gedanklich, emotional in die Freiheit zu bewegen und diese wirkliche Dimension zu erkennen, die wir sind, wie auch das in unserem Körper wieder zu ordnen. Aus diesem großen Raum heraus. Wenn wir alle die Fähigkeit haben, dann warum ist es dann nicht so? Warum ist dann nicht alles geordnet und warum leben wir dann nicht alle in diesem großen, im Bewusstsein dieses großen Raumes? Wir haben das vergessen. Als kollektives Etwas, das zu nutzen oder zu bedienen oder zu nähren oder zu lehren. Passiert das in einer Art Satsang, also dass Leute zu dir kommen und Fragen stellen, wie läuft das praktisch? Ja, ich gebe Kurse und versuche das sehr praktisch zu vermitteln, mit Meditationen, mit Übungen auch, natürlich über Fragen, über den Verstand, den bewussten Raum zu öffnen und uns zu erinnern, gemeinsam zu erinnern, wozu wir in der Lage sind. Welche Art von Übungen? Zum Beispiel das Herz zu fühlen, den Geist zu versenken, still zu werden, zu sehen durch Raum und Zeit hinweg oder zu wissen, all solche praktischen Übungen. Wirkt deine Präsenz dann irgendwie ansteckend? Ich hoffe. Ich hoffe, dass sich das Feld öffnet, dass sich der Raum öffnet und dadurch wirken kann. Und ich denke, wir sind ein kollektives Sein und wir sehen das in der Geschichte. Wenn jemand was entdeckt, zur gleichen Zeit entdeckten das auch andere Menschen. Und ich wünsche mir, dass es so funktioniert. Wenn du sagst ich, was verstehst du darunter? Wie siehst du dich selber? Bist du Energie? Bist du Raum? Bist du eine Persönlichkeit? Bist du Liebe? Wie siehst du dich selber? Als nichts. Als nichts. Also da ist einfach Leere, wo was durchfließt, Ausdruck. Ja. Und mitunter geprägt von menschlichen Empfindungen oder Eindrücken. Oder sich auch selbst trösten in Momenten. Aber es ist auch absolut nicht wichtig. Alles passiert, also Sprechen passiert, passieren auch Gefühle und ist da eine Distanz dann dazu da oder? Gefühle außer Schmerz und Liebe natürlich, oder wenn ich das ganz grob sagen kann. Natürlich empfindet der Körper mitunter Schmerz oder etwas anderes, aber ich bin das nicht. Ich bin nicht der Körper oder der Schmerz oder ich kenne weder Wut noch, außer natürlich über großen Ungerechtigkeiten auf der Erde oder solche Dinge, klar. Aber diese Gefühle erscheinen mir anders als vor diesem Moment.
nicht mehr vereinnahmt. Es gibt immer diese Dimension dahinter, die viel größer ist, die alles in sich aufnimmt. Und dadurch entsteht Weite. Du hast eben bei den Gefühlen die Freude nicht erwähnt. Liebe ist für mich eine Form der Freude. Es ist unmittelbar verknüpft. Auch Liebe und Dankbarkeit oder Liebe und den Genuss der Liebe zu fühlen. Ist die Liebe auf Objekte gerichtet oder ist die, verströmt die sich allgemein oder wie würdest du das beschreiben? Die Liebe ist allgemein, ist bedingungslos. Ich habe mitunter Tage, wo ich einfach nur Liebe war und auf die Straße gegangen bin und wusste überhaupt nicht, was mache ich mit all dieser Liebe, wohin damit, was soll ich nur tun? Oder am Abend nach den Heilungen nur Liebe. Und ich manchmal dachte, du kannst doch gar nicht so zu Bett gehen. Es ist nur noch Liebe da. Und die Liebe ist ungebunden. Die verteilt sich neutral, ob jetzt auf Menschen, Tiere, materielle Sachen. Egal. Ja. Natürlich ist es ein wunderbares Gefühl, wenn diese Liebe fließen kann von einem Herz zum anderen und sich noch mehr verstärkt und verströmt. Das ist großartig und dann sind da keine Widerstände mehr. Die Liebe kann sich noch mehr ausdehnen. Aber sie braucht kein Gegenüber. Es braucht kein Gegenüber. Es ist einfach. Gibt es für dich überhaupt noch Gegenüber? Ja und nein. Ich denke, das ist in einem Moment sind wir vollkommen Einheit und in anderem Moment sind wir Individualität. Auch wenn wir den Körper eines Tages verlassen, bleibt noch eine Idee von Individualität. Unser energetisches, individuelles Sein, als wenn man das so benennen möchte, Seele, Geist. Ich denke, das alles ist individuell und einzigartig. Jedes Blatt, jede Schneeflocke. Und trotzdem ist es eins. Und das geschieht in einer Gleichzeitigkeit. Somit gibt es für mich ein Gegenüber und auch nicht. Erlebst du alles als Formen? Also eben, dass alles die gleiche Energie ist, das gleiche Leben, das sich in verschiedenen Formen zeigt? Oder wie ist das, wird die Beschreibung für dich nicht stimmen? Ich erlebe es als Energie mit unterschiedlichen Qualitäten und auch als Energie ohne Form. Auch die Energie erlebe ich. Als unterschiedliche Qualitäten in welcher Richtung? Also unterschiedlich angenehm auch, oder? Unterschiedlich angenehm. Unterschiedlich ausgerichtet. Wir sind ja in dieser individuellen Idee frei und können immer entscheiden, was wollen wir gerade verwirklichen. Und es gibt natürlich Menschen, die
Liebe verwirklichen möchten oder Schönheit und Menschen, die gerade einen anderen Plan haben. Und das ist sehr durch und durch fühlbar. Das heißt, wenn du einem Menschen begegnest, der sehr aus dem Ego rauslebt, also felsenfest davon überzeugt ist, dass er eine Person ist und dass er einen Willen hat und dass er was machen kann und machen muss, und das ist für dich eine andere Energie, als wenn du jemand begegnest, der irgendwie akzeptiert hat, das Leben passiert einfach durch ihn. Absolut, das ist eine andere Energie. Wenn wir im Widerstand leben und uns auf dieses Ich-Sein beziehen möchten, kreieren wir Widerstände. Und wenn wir dann diesen Moment durchdringen, wo wir die Widerstände kreieren, entsteht dieser freie Raum. Und das Empfinden, denke ich, alle Menschen ähnlich. Wir spüren, ob uns jemand begegnet, der uns Raum gibt, Bedingungslosigkeit oder Enge und Erwartungen und Bedingungen. Es ist dann eine Erfahrung von Begrenztheit oder offener Weite, von Annehmen oder bedingter Ablehnung. Ist das Leben perfekt, so wie es ist? Das Leben ist als solches in dieser Einheit perfekt. Und in der Form gibt es sehr viele Schmerzen. Sehr viele Irrtümer oder Unwissenheit. Natürlich kamen sehr viele Menschen zu mir, die mich um körperliche Heilung baten, und ich musste sehr viel lernen, weil es nicht immer möglich ist, das auch geben zu dürfen. Oder geben zu können. Und Entschuldigung, was könnte es zurückhalten? Der Wunsch der Person. Natürlich ist auf der Ebene des Körpers und des Ichs der Wunsch nach Heilung da. Aber mitunter auf anderen Ebenen noch nicht. Und die würden das verhindern. Es ist so wie eine höhere Instanz für uns, die uns auch gerade durch schwere Zeiten formen möchte. Und wenn wir diese erfahren und lesen, warum geschieht das mit mir? Warum, was will ich mir selbst, was will, wenn wir den Begriff verwenden wollen, was will meine Seele mir damit sagen? Und dann kommen wir dahin, um das wieder aufzulösen. Das heißt, Einsichten können hilfreich sein? Unbedingt. Weil wir dann nicht mehr im Widerstand sind. Warum geschieht mir das? Warum sind da Begrenzungen? Warum muss ich leiden? Ich denke, dass dieses Leiden im Körper auch um Erleuchtung bittet. Durchleuchte einen bestimmten Aspekt in mir. Und dann kann er wieder ganz werden. Befreie diesen Aspekt auf der körperlichen Ebene von den Begrenzungen, von dem Willen, von den Strukturen, die es eng geformt haben. Könnte man sagen,
das passiert so, weil das Leben durch uns bestimmte Erfahrungen machen will? Ja. Ja. Ich denke, dass wir oft diese Instanz in uns nicht kennen. Und unsere Gesellschaft suggeriert uns eher Abgetrenntheit natürlich und Leistung und das Gefühl, uns sehr stark anstrengen zu müssen. Das ist oft gegen unsere innere Natur und diese Instanz, die sich einfach ausdehnen will. Natürlich gibt es noch sehr viele Faktoren. Wir kommen als Unendlichkeit in ein Konzept der Familie und übernehmen dort Strukturen. Wir kommen als Unendlichkeit in ein bestimmtes Gebiet, in ein Land und nehmen da Strukturen auf. Und es sind alles energetische Felder, voller Informationen. Und wir gehen hinein. Das heißt, wir möchten das auch erlösen. Aktiv. Wir haben das gewählt. So habe ich es verstanden. Sind für dich diese Strukturen, die auch zum Beispiel mit dem Platz oder mit der Region, wo du lebst, verbunden sind, sind die alle weggefahren? Sie haben sich verändert, ja. Natürlich gab es eine besondere Prägung durch die Kultur und bestimmt auch besondere Aufgaben, hier in diesem Land zu sein. Aber all diese Konzepte haben sich natürlich erweitert. Das, was wir Religion nennen, kann ich so nicht erkennen. Das ist eher begrenzter Raum oder ein Konzept. Du hast eben gesagt, die Sachen passieren auch, weil wir uns entschieden haben, das zu erlösen. Aber wer ist das, der was erlösen könnte? Oder wer ist das, der was entscheiden könnte? Mhm. Was ist das? Das ist unsere Unendlichkeit. Und wenn wir in dieser Anbindung sind, bringen wir sie in diese Ebene. Und dadurch erlöst es sich durch uns, ohne dass wir uns anstrengen müssen, ohne dass wir sichtlich aktiv sein müssen. Es geschieht einfach. Es geschieht durch uns. Also das ist aber einfach das Leben, das da passiert. Ne? Es ist jetzt nicht eine Person, die sich entscheidet oder... Es ist auch schon Weite. Es ist Weite. Ja. Es Weite, die sich in der Form, ja, wo in der Form das hat einfach passiert dann. Mhm. Die uns auch einlädt und mitnimmt. Wir sind ja auch immer verbunden als menschliche Spezies auf dieser Ebene. Und wenn wir in der Unterhaltung sind, in der Inspiration mit jemandem, nehmen wir das auch an und auf. Wir sind nicht dieser abgegrenzte Raum. Das muss sich einfach lernen durch die Heilung. Es geht durch und durch. Wir sind kein abgegrenztes System. Und mein Eindruck ist, als wären wir alle Bodhisattvas, um unsere ganz spezifische Idee von Sein, unsere Individualität hier für eine Entwicklung zu geben und für eine Loslösung, für eine Erlösung von etwas. Ja.
Für Erlösung von allem, von was Größerem, Ganzen oder von dieser Individualität? Von der Individualität natürlich, auch von diesem Schmerzraum, den wir hier um diesen Planeten kreiert haben. Durch Gier und Unachtsamkeit, durch Ausbeutung, durch Gewalt, durch Kriege, dadurch, dass wir Tiere töten. Das ist ein Ausdruck von Brutalität. Wie kann man sich das vorstellen oder kannst du das näher beschreiben? Schmerzraum für die ganze Erde? Nicht nur natürlich, aber diese Energien schweben und teilen sich mit. Und Menschen, auch wenn sie sich möglicherweise nicht sehr bewusst fühlen, werden erreicht davon. Durch noch mehr Unbewusstheit möglicherweise oder durch Andocken an eigene Muster oder Traumata oder so etwas. Ich glaube, es sollte gut sein, wenn wir unser Bild mehr in Richtung Energie verwandeln, wenn wir diese Dimension mit unserem wirklichen Sehen durchdringen können. Wir erzeugen permanent Ausschüttungen von Energien mit allem, was wir denken, was wir tun, was wir lieben, was wir fühlen, mit unserer Ausrichtung. Und wenn wir auf dieser Dimension ausgerichtet sind, sind wir sehr eindimensional. Und wenn wir in die Unendlichkeit ausgerichtet leben können, erschaffen wir das Größere, das Weite, was uns hilft, es aus einer anderen Perspektive heraus zu lösen. Haben wir die Wahl, wo unsere Ausrichtung hingeht? Ja, absolut. Wir sind freie Wesen. Ich dachte, da ist nur Raum. Wo sind da Wesen? Es ist nur Raum und eins und in anderen Momenten ist es wieder Individualität. Und das in Einklang zu bringen, ist, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, die Liebe oder die Kunst oder die Schönheit oder Erleuchtung. Oder Herausforderung. Ja. Ja, mein Verstand ist da jetzt irgendwie schon programmiert oder es fällt mir eigentlich leicht, das Leben zu verstehen, zu sehen, wenn ich sage, da ist kein freier Wille. Da ist einfach Leben, das passiert, da sind Formen, die spielen, da sind Energien, aber wenn ich genau hingucke, ist da keine Person. Das ist absolut richtig, aber Individualität. Individualität ist nicht Person. Ja, aber das... Dann erklär mir doch nochmal den Unterschied genau. Ja, ich denke, Person bezieht sich auf das Hiersein, auf den Willen, auf die Ausrichtung über den Willen, auf die Erfahrung der Begrenztheit als bewussten Moment zu leben. Und Individualität
ist ein individueller Ausdruck des Universums. Wie ein Hauch, ein Moment, alles ist individuell. Jeder Moment ist anders. Jeder Tag ist anders, jeder Monat, jedes Lebensjahr. Klar, dein individueller Ausdruck ist ganz anders wie von anderen. Ne? Ja. Und das ist die Schönheit. Und das ist da, obwohl es gleichzeitig eins ist. So wie jede Körperzelle anders ist und eine bestimmte Aufgabe hat. Und trotzdem sind wir ein Körper. Ich stelle es mir, um es mir zu erleichtern, so vor, als ob das gesamte Universum atmet. Und beim Einatmen sind wir alle eins. Wir sind alle in der göttlichen Glückseligkeit. Und beim Ausatmen erscheint der individuelle Raum, um im nächsten Moment wieder eins zu sein. Und dadurch können wir uns auch immer aus diesem Einssein nähren. Dort ist alles vorhanden. Liebe, Fülle, Heilung, Gesundheit. Alles, was wir oft in diesem abgegrenzten Moment vermissen. Aber wenn wir uns dem Einssein öffnen, dann ist alles da. Und wir erleben diese Individualität dann auch anders. Wir sind nicht mehr diese Person, wir sind das Einssein mit individuellem Ausdruck. Gilt das für Menschen, aber auch für die Erde zum Beispiel? Also hat die Erde auch Individualität oder würdest du sagen, sie ist ein lebendiges Wesen? In gewisser Weise, denke ich, könnten wir alles als lebendiges Wesen bezeichnen. Und ich glaube sehr wohl, dass die Erde lebendig ist und individuell und wundervoll und voller Liebe, Geduld, Hingabe, voller Schönheit. Wenn wir in der Natur sind, erleben wir keinen Widerstand. Wir erleben dieses Einssein sehr viel leichter und werden empfangen und geradezu umarmt von dieser Harmonie. Wie siehst du das Leben, das Zusammenleben der Menschen auf gesellschaftlicher Ebene? Also das sind einfach nur auch Energien, die Strukturen bilden, wo auch Macht ist und wo Kampf auch passiert. Und ja, das ist einfach so ein Zusammenspiel von Energien und Raum. Und wenn der Impuls da ist, was zu verändern, dann ist das auch okay. Wie siehst du das? Ich sehe uns in einer großen Möglichkeit zur Entwicklung. Als ich vor 14 Jahren begonnen habe, durch diesen Moment die Erde anders zu sehen oder das Leben in der Gesellschaft auf der Erde, war es noch sehr kompliziert, das ausdrücken zu dürfen. Und jetzt mittlerweile ist es nahezu natürlich. Es entstehen immer mehr Menschen, die
die diese Erweiterung suchen und sich dem öffnen wollen, die sich reinigen, die Bewusstheit entwickeln, die sich gegenseitig finden. Es entsteht so etwas wie der Erleuchtungskongress und viele Menschen beschäftigen sich mit Yoga und speziellen Ernährungsformen und Meditation, Heilung. Das ist wunderbar. Ich glaube, dass unsere Zeit uns dieses Geschenk machen kann, kollektiv weiterzugehen. Wir spüren, dass wir nicht mehr weiterkommen gesellschaftlich mit noch mehr Ausbeutung, mit noch mehr Radikalität. Unser nächster Entwicklungsschritt ist der nach innen, nicht nach außen. Wir können nichts mehr erobern. Nur unseren inneren Raum, unsere ewige Weite, unsere Vollkommenheit. Und natürlich ist es ein großer Wunsch, das mitzukreieren. Also ein sehr großes Potenzial für Veränderung, für Wachsen, für heiler werden. Ja. Aber andererseits gibt es vielleicht auch, sind da auch Menschen, die aus den Strukturen, wie es jetzt sind, aus den gesellschaftlichen Strukturen, die davon profitieren, die dadurch Macht und Geld und Ansehen haben und die ein starkes Interesse daran haben, dass es so bleibt, wie es ist. Ich glaube an nachhaltigen Erfolg. Der Erfolg, der aus diesem Seelenraum kommt, aus diesem ewigen Raum oder aus dem göttlichen Raum, wie immer wir das nennen wollen, oder aus dem Raum der Stille. Wenn wir von dort leben, kreieren wir nachhaltig Geschäfte, Erfolg, unseren Beruf. Es ist ein Fluss ohne Widerstände, ohne Anstrengung. Natürlich kann es Herausforderungen geben, weil wir wachsen, aber es ist weich. Es macht Freude, es wächst. Und der Erfolg, der aus dem Gefühl, ich muss, ich will, ich muss das schaffen, ich muss das leisten, kommt, zerfällt. Früher oder später. Das fühlt sich wie eine sehr feine, aber trotzdem kraftvolle Energie an. Stimmt das? Ja, ja. Alles wird durchdrungen davon. Und immer ist entscheidend, aus welchem Bereich wir etwas schöpfen. Aus diesem unendlichen Raum oder aus dem Gefühl von Ich-Sein. Und dieses Ich-Sein ist begrenzt. Wir werden irgendwann den Körper verlassen und dieses Ich ist einfach aufgelöst. Und so ist es auch mit dem ich-bezogenen Erfolg. Der ist einfach begrenzt. Also ich persönlich habe auch die Erfahrung, wenn ich was mache in dem Gefühl und in der Einstellung, ich mache es für was Größeres, also zum Beispiel jetzt für meine Arbeit für jetzt die Frau, dann ist es viel einfacher, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt für mich machen oder so. Das ist einfach, ja, das ist irgendwo auch ein Abgeben von Verantwortung, die etwas aber, was aber erleichtert. Ne? Es ist unheimlich wohltuend, ja. Und mein Wunsch ist, dass wir alle Berufe damit auffüllen können. Ja, meine Vision ist auch die Schenkungsgesellschaft, ne? Wo also
die Menschen leben und das geben, was sie geben wollen und was genau für sie stimmig ist und dass das trotzdem alles so zusammenfließt, dass für alle wohl gesorgt ist. Ne? Ja, unsere Fähigkeiten leben. Der eine Mensch backt gern Brot, der andere baut Häuser und der andere Mensch möchte unterrichten oder Bilder malen. All das ist wundervoll. Aus diesem großen Raum, wo es nicht diese Konkurrenz gibt oder diese Enge. Im Grunde sind die Menschen eigentlich glücklich, wenn sie geben können. In gewisser Weise ist dieses Dienen, sagen viele Kulturen, die ganz große Möglichkeit zum Wachstum, zu geben, zu schenken, zu, ich glaube, jedes Blatt gibt sich hin, jedes Molekül. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was du anbietest. Also, das ist einmal Satsang, nennst du es auch so, oder wie nennst du es? Ich nenne das eher Seminare und Workshops, aber es hat mich auch sehr inspiriert hier auf dem Kongress und vielleicht werde ich es auch Satsang nennen. Ich finde die Worte oft nicht so wichtig. Wie sieht das also im Einzelnen aus? Beim Workshop sind am Tag mehrere Veranstaltungen oder du hast es ja eben schon ein bisschen beschrieben, also die Menschen können dir dann Fragen stellen, es können Übungen gemacht werden, einfach so, was gerade stimmig ist. Ja, es gibt für mich oft bestimmte Themen als Aufhänger, zum Beispiel romantische Liebe oder erleuchteter Erfolg oder auch Ausbildung, um körperliche Strukturen wieder in die Ganzheit zu bringen, in die Durchleuchtung. Und da gibt es zum einen Jahresausbildung, was sehr schön ist, weil wir uns dann sehr lange begleiten und mir sehr viel Freude macht. Das habe ich seit letztes Jahr begonnen und es auch wundervoll ist, weiterzugeben und wachsen zu sehen, ist für mich ein sehr großes Geschenk. Und dann gebe ich Retreats über diese Themen, die ich wähle, um Menschen einzuladen, bestimmte Bereiche in ihrem Leben neu zu betrachten. Letztendlich kommen wir immer wieder zu dem einen, über das wir bereits gesprochen haben, über dieses unendliche Sehen, über diesen unendlichen Raum leben und durch uns leben zu lassen. Wo finden deine Veranstaltungen statt? Hier in Berlin oder an Plätzen in der Natur? Oder? Ja, zum Teil die Retreats in Europa, in Retreathäusern, zum Beispiel in den Herbst werde ich zweimal auf Egina sein, mit diesen Themen. Oder auch in Bonn, im Albert-Schweitzer-Haus oder hier in Berlin, in meinen Räumen oder je nach Größe in Räumen, die ich gerade benötige dafür. Magst du noch was zum Forum Erleuchtung-Kongress sagen? Also du hast das zu Anfang schon gesagt, aber wie war das für dich, hier zu sein mit den anderen Lehrern und was da alles so passiert ist? Es war sehr schön, es war sehr großartig und es war auch wunderbar zu fühlen,
die Energie, die sich immer als Flow unter dem Gesagten bereitstellte und verwirklichte. Zu Beginn erschien mir, dass es so viele Worte sind und ich habe eine große Sehnsucht gehabt, einfach nur mit den Menschen zu sein und zu schweigen. Und all diese Begrifflichkeiten nicht mehr diskutieren zu müssen. Das war ein inneres Gefühl. Und immer wieder gab es die Möglichkeit, das auch zu leben. In kurzen Momenten der Stille oder in den Umarmungen. Und ich glaube, dass dieses Forum eine wunderbare Plattform ist, die uns zusammenbringen kann und auch hilft, den eigenen Weg wieder zu relativieren und weicher werden zu lassen und dieses Wir zu fühlen oder dieses Einssein mit unterschiedlichen Menschen und Ansätzen. Und die mehr intellektuellen Vorträge, die mich so ein bisschen gestört haben, wie war das für dich? Es war einfach eine Form. Ein Experiment, ein Versuch, eine Idee, wie öffne ich den Raum, so habe ich das empfunden. Eher irritierend fand ich sehr emotionale Momente, weil ich die nicht so erfahre. Aber es war auch einfach möglich, alles zu betrachten und zu sehen, wie es immer wieder den Weg in die Liebe findet. Und das war das entscheidende Moment. Wie wir überhaupt nicht perfekt miteinander umgehen, aber die Intention, dass alles unmittelbar wieder in die Liebe finden kann, hilft. Ja, und war es für dich auch ein Energie-Happening? Also könnte man das so sagen, weil eben so viele Energien zusammengekommen sind und zusammengespielt haben? Und es war sehr schön, die Erfahrungen auszutauschen, die Momente zu hören und den Umgang damit. Und es war auch ein Energie-Happening. Es war auch sehr, sehr anstrengend. Ich bin es nicht gewohnt, 12 Stunden zu sitzen am Tag und finde das eher unangenehm. Aber die Geschenke sind größer als das. Schön. Gibt es noch ein Thema, worüber du sprechen möchtest oder was du teilen möchtest? Ja, mein Wunsch und meine Vision oder mein Hauptanliegen ist diese Erweckung, die jeder für sich kreieren kann und darf. Diese Befreiung auch. Die Information, dass wir nicht suchen müssen, es ist einfach da. Wenn wir etwas suchen, entzieht sich das eher unserem Feld, weil wir mit der Intention der Suche die Suche fortsetzen. Wenn wir wissen, dass alles da ist für uns, ist es da, weil wir uns dann diesem Bewusstsein öffnen und wir sind bereits in dem Moment mit der Energie verbunden.
Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Man könnte sagen, die Suche macht blind für das, was man sucht. Die Suche setzt sich fort. Ich glaube schon, dass wir uns auf den Weg machen sollten, aber das ist nicht Suchen. Wenn wir das Gefühl haben, wir suchen etwas, teilen wir uns selbst mit, dass uns etwas fehlt. Und es verhindert diese Ganzheit, diese Wahrhaftigkeit, die wir sind. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Ich bedanke mich. Danke. Vielen Dank.